halb im Dunkeln und halb im Licht. Ja, unser Alan ist eine zwiegespaltene Kreatur. Man weiß nie so genau, was man bekommt. Eine Wundertüte voller Überraschungen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Wir sind hier am Kraftwerk mittlerweile. Soweit haben wir es mit Mühe und Gebrechen geschafft. Und hier wird wieder gehechelt, denn... Was heißt das, liebe Leute? Wir haben natürlich eine Munitionskiste vor uns. Ja, komm, den gönne ich dir sogar. So, und jetzt geht's hier nämlich weiter. Warum hat die denn erst eine halbe Stunde später gezündet? Ich krieg hier Plack. Ernsthaft, ich krieg hier Plack. Bei sowas. Nimm das Zeug und ab dafür. Na, ach Mensch. Ein bisschen. Bisschen nachladen. Also so, das ist ganz okay. So, ja. Ja doch, das geht so. Wenn die mich gleich nochmal so nerven, dann kriegen sie mit der Leuchtrakete ein. So. Nicht rennen, schön die Ausdauer aufbewahren, denn man weiß ja, dass wir sie brauchen. Was macht er für Pioretten hier unten? Ich erkannte das Logo auf dem Schild des Kraftwerks. Man hatte es hier an allen möglichen Orten aufgemalt. Es wies stets auf verborgene Vorräte hin. Kommst du denn da drauf jetzt? Ist hier wieder irgendwo was angebracht? Nee. Aber es wäre angebracht, hier mal etwas anzubringen, denn dann finde ich Vorräte. Bright Falls, Light and Power. Ach da, Trust No One in the Dark. Aber, na gut, sie steht nicht in the Dark, aber sie stand im Abseits und deswegen truste ich meiner Thermoskanne. Sollte es wirklich soweit sein, fragte er und ging einen kurzen Moment später hinein. Keinen Schritt weiter! Miss Weaver, Cynthia, ich bin ein Freund! Beweisen Sie es! Sie kannten Zane, Thomas Zane. Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Sie können mir helfen! Wird auch Zeit! Junger Mann, ich warte schon seit einer sehr langen Zeit auf Sie. Er ist im hellen Raum. Verzeihung? Der Gegenstand, mit dem Sie das Dunkel zurücktreiben können. Der helle Raum ist beim Staudamm. Dort ist der Gegenstand sicher. Hilft er mir, Alice zu finden? Bringt er mich zur Hütte zurück? Dann los, meine Freunde können mit dem Hubschrauber zurückkommen. Nachts gehen wir nicht hinaus. Das ist Regel Nummer 1. Sie haben die Regeln gebrochen, junger Mann.
Und was hat uns das eingebrockt? Nein, ich kenne einen Geheimweg. Einen hellen Weg. Ein altes Wasserrohr. Beim Umspannwerk ist etwas beschädigt worden. Die ganze Reserveenergie wird abgezogen. Ohne sie wird das Rohr dunkel sein. Die Leitung zum Berg muss gekappt werden. Okay. Die hat sich aber echt gut eingenistet hier. Und sie wollen, dass ich es tue. Junger Mann, Sie sind derjenige, der gerne Regeln bricht. Ich darf nicht draußen im Dunkeln sein. Der Schalter befindet sich draußen. Ja, danke. Kann sie nicht zum hellen Raum führen, wenn die Lichter in dem Rohr ausgehen? Sie müssen nach draußen gehen und den Notfallschalter betätigen. Ach so. Ja, ach hier. Kann ich den nicht betätigen? Nee. Schnell nachladen. Den Umspannwerk den Strom abklemmen sollen wir. Weaver hatte mich geschickt, die Stromzufuhr zum Umspannwerk zu kappen. Ich wollte ihr helfen, damit sie mir auch helfen würde. Hoffentlich war Weaver zuverlässig. Ich war vor etwa einer Woche in diese verrückte Welt gestolpert. Sie aber lebte dort schon seit Jahrzehnten. Ufor, never go out at night. Ja, und die Rule 4 ist auch eine sehr schlaue Rule, ehrlich gesagt. Ich konnte den Notschalter sehen, der die Stromversorgung des Umspannwerks kappen würde. Jetzt musste ich nur noch rankommen. Schleusentorsteuerung, bedienen durch die Autosie des Pedernal, ja. Ach, okay. Ich hoffe, ich habe hier drüben nichts übersehen, aber sieht nicht so aus. Ja, okay, aber... Okay. Ah, cool. Okay, Rätsel gelöst, würde ich sagen. Das ging jetzt schneller, als ich dachte.
Wer entwirft sowas? Das Umspannwerk versank ohne Strom im Dunkel. Weavers Wasserrohr sollte nun ein gefahrloser Weg sein. Ja, und soll ich jetzt hier... Nein! Wer entwirft sowas? Nun, das war knapp. Das Umspannwerk versank ohne Strom im Dunkel. Weavers Wasserrohr sollte nun ein gefahrloser Weg sein. Ich werde hier doch bestimmt nicht alleine bleiben. Hallo? Klack und direkt tot? Auf die Ausrüstung achten! So, Cynthia. Hier entlang, junger Mann. Los, los. Das Rohr ist jetzt leer. Wir können gehen. Ja, Moment. Hier gab's, glaube ich, noch... Hier entlang. Ja. Ich kannte sie beide. Tom und Barbara. Ich war so in ihn verliebt. So ein schöner Mann. Ich war eifersüchtig. Es gab einen Teil von mir, der vielleicht ein wenig froh war, als sie den Unfall hatten. Und dann fing Tom an zu schreiben und er weckte das Dunkel. Er versuchte, sie zurückzuholen, aber das geht nicht. Es gibt nicht einfach so ein Rückfahrticket. Ich fange an, es zu verstehen. In dem Fall, junger Mann, sind sie vielleicht klüger, als Tom es war. Die Hexe sah so aus wie sie, aber sie war es nicht. Barbara war so lieb. Er begriff zu spät und versuchte, es ungeschehen zu machen. Schrieb sich selbst, sie und alles, das er je verfasst hatte, aus der Welt. Ach, er war so berühmt. Und anschließend wusste das niemand mehr. Oh, Tom. Er ließ nur einen Gegenstand in meiner Obhut zurück, für den Fall, dass es wieder passiert. Eine Versicherung. Er hat mir vertraut. Oder mich vielleicht auch ein klein wenig benutzt. Tom wusste um meine Gefühle. Wusste, dass ich nicht ablehnen würde. Ich richtete den hellen Raum ein und lagerte den Gegenstand dort. Er wartet auf sie. Wir sind Figuren, gefangen in einer Geschichte, die sie geschrieben haben. Wenn das Dunkel nicht aufgehalten wird, erlebt keiner von uns das Ende. Ja, aber das Ende dieser Folge, das haben wir jetzt zusammen erlebt, liebe Leute. Und damit heiße ich euch dann beim nächsten Mal wieder herzlich willkommen. Will ich doch hoffen. Bis dahin, recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.